Läuft. So. Ja, wir haben uns heute in großer Runde versammelt, um über Filme zu sprechen. Das erste Mal. Und ja, mein Name ist Falko Deuner. Ich bin der Chefredakteur von Blu-ray Magazin. Der eine oder andere mag es kennen. Ja, das Ding sieht so aus. Und das ist Lydia Fischer, ne? Meine beste Redakteurin. Ja, weil. Es gibt nur mich als Redakteurin. Ja, immer die einzige weibliche Redakteurin. Und ja, genau. Also, ja, Lydia, du hast mir heute erzählt, dass du dir gestern Abend Baymax reingezogen hast. Ja. Auf Blu-ray. Andersrum. Ach, verdammt. Ja. Der Vorführeffekt. Genau. Und ja, das ist ja jetzt die 3D-Blu-ray, die wir schon vorab bekommen haben. Also, die Blu-ray gibt es ab 11. Juni. Genau, ist auch nicht mehr so lange hin. Und ja, dann erzähl mal, hast du es in 3D oder in 2D geschaut? In 2D. Aha, also bist du nicht so der 3D-Verfechter? Nee, wir haben zwar einen 3D-Fernseher, aber der hat Ambilight und wir gucken uns eher so das bunte Licht an als 3D. Ja. Also, finde ich auch schöner. Und ja, wie hast du ihn so gefunden? Also, ich fand ihn sehr witzig, muss ich schon sagen, aber ich... ja, wie soll ich sagen? Jetzt schon ein Aber. Ich dachte, du schwärmst erstmal eine Runde vor. Also, es ist ein ganz niedliches, knuffiges Robotertier, was da die Hauptrolle spielt. Das ist schon richtig toll. Aber ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Aber ich bin ja eh nicht so immer der... Also, ich habe dem Film 9 von 10 Punkten gegeben inhaltlich. Ja, weil, also wie gesagt, ich habe den zu Hause eingeschoben, ja, in Blu-ray Player. Und also meine Freundin und ich sind nicht mehr aus dem Laden rausgekommen, besonders in der ersten Hälfte. Ja, also es gibt natürlich schon noch ein paar traurige Sequenzen da, aber dieser knuffige Roboter, ja, wie der sich da durch die Gänge schiebt und wie der ständig irgendwo stecken bleibt und total vorsichtig und weich und soft ist, das ist einfach mal genial. Das stimmt. Ich fand es halt sehr schade, dass halt am Anfang immer der Bösewicht immer gesagt wird, das ist der und der. Und da versucht wurde, den Zuschauer darauf zu bringen, dass er das denkt, dass das der Bösewicht ist. Und dann am Ende... Ach, das ist gar nicht der Bösewicht. Am Ende. Dann plötzlich sich alles... Und eigentlich wollen wir das von Anfang an. Ja, mir war das auch von Anfang an klar. Das war der einzige Kritikpunkt. Ja, das hat mich sehr gestört. Das ist super. Dann ist ja alles andere klasse. Ja. Ja, genau, also was fand ich nicht so gut? Fangen wir erstmal mit dem nicht so gut an. Ich fand nicht so gut. Dann kommt später so eine Sequenz, wo Hiro, der Held, also der kleine Teenager-Junge, der total genial ist, eben Rache üben möchte an dem Übeltäter, an dem Bösewicht. Und da versucht, programmiert er halt auch Baymax um und der wird dann zu einem bösen Superkiller-Roboter und der versucht dann mit allen Mitteln, also wirklich mit allem, was ihm zur Verfügung steht, diesen Bösewicht zu töten. Also nicht nur zu schnappen, sondern zu töten. Und das fand ich schon ziemlich heftig. Da sind dann zwar auch die ganzen Nerd-Freunde um die Charaktere herum und versuchen dann den Hiro aufzuhalten, aber das ist ziemlich heftig und ich weiß halt nicht, ob das ein 6-Jähriger schon verstehen kann, obwohl ich überzeugt bin, dass die meisten 6-Jährigen schon so einiges verstehen, von denen ich nicht im Ansatz glauben würde, dass sie es verstehen würden. Aber trotzdem, also ich finde es halt einfach zu heftig. Ja, wie siehst du das? Also ich meine, du bist jetzt Mutti von einer 2,5-jährigen Tochter. Würdest du ihr das in 3,5 Jahren zeigen? Ja, also ich muss sagen, das ist sehr schwierig bei solchen Sachen. Ich habe letztens mal mit ihr Nils Holgersson geguckt und da kam so eine Sequenz, wo dann ein Fuchs den Nils Holgersson böse angeguckt hat, ein echter Fuchs. Da war dann schon ein bisschen Panik und dann musste ich auch wegschalten. Kann ich böse gucken, ja. Ja. Und aber ich denke, bei sowas ist es, man muss immer das ein bisschen abwägen. Kinder sollen halt lernen, es gibt halt auch immer mal Leute, die einem nicht immer nur was Gutes tun wollen. Genau, und dementsprechend ist es, finde ich es nicht verkehrt, wenn sowas mal aufgegriffen wird. Hier war es natürlich schon ein bisschen extrem, weil er wirklich sagt, töte ihn. Und er auch gar nicht so wirklich davon abzubringen war. Ja. Also es war schon ein bisschen schwierig. Also das war ja dann wirklich dann auch Baymax so, der eigentlich gesagt hat.
das ist nicht meine eigentliche Aufgabe, eine Kampfmaschine zu sein. Und er will ja auch nicht so eine Rüstung anziehen eigentlich. Ne? Ja, ja. Also ich finde alle Sequenzen, wo er die Rüstung nicht anhat, viel besser. Obwohl, also wenn er die Rüstung anhat, gibt es natürlich auch jede Menge Action. Das lockert das Ganze wieder auf, aber in diesem Sinne finde ich es halt auch sehr gut, dass das Ende so gestaltet wurde, wie es gestaltet wurde, weil das fand ich halt schon so schlimm bei Oben, bei einem anderen Pixar-Film. Ja, da ist der Film, also die meiste Zeit richtig genial, ja, also ich liebe diesen Film, aber das Ende, da gibt es halt wieder einen Toten, ja, da muss das Böse ausgelöscht werden. Und das gefällt mir irgendwie nicht so, also dieses Schwarz-Weiß-Ding, ne? Also ich mag es halt lieber, wenn da mehrere Grauschichten zutage getragen werden und wenn dann am Ende ja etwas Realistisches passiert, ja, also wenn man auch die Perspektive des anderen so ein bisschen versteht und ja, also seht es euch einfach selber an, was da passiert. Ich finde das Ende jedenfalls richtig gut. Das stimmt. Da kann ich dir nur beipflichten. Ja, und ja, also was ich am besten an dem Film finde, ist eigentlich auch, also nicht nur der knuddelige Roboter, sondern generell die Freunde. Die Superhelden. Die Nerds. Die Nerds. Ja. Die sind geil. Die sind richtig geil, ja. Und hast du da irgendeinen Lieblingshelden? Ja, also ich finde ja diese Chemikerin toll mit ihrer coolen Tasche. Sowas würde ich ja auch total gerne haben. Ich bin kein Taschenfreak, aber so eine Tasche, die würde ich mir echt zulegen. Mit Chemikalien. Ja, mit bunten Chemikalien. Mit bunten Kugeln, wo man einfach mal so Leute einfrieren kann. Das ist doch geil. Ja. Ja. Was hast du nochmal studiert? Ich habe mal Chemie studiert. Ah. Jetzt verstehe ich den Zusammenhang, ja. Gibt es das auch deinen Grund? Hat sie irgendwelche Charaktereigenschaften oder so? Na, leider ist das ja in dem Film ein bisschen kurz gekommen. Also die scheint ja so eine ganz Besorgte zu sein. Und das finde ich halt auch ganz, ganz schön an der Figur. Aber leider kommen die ja sehr zu kurz und werden nur so am Rande vorgestellt. Einfach nur, dass es Freunde sind, die hier den Hero so ein bisschen im Kampf unterstützen. Hast du denn auch einen Lieblingssuperhelden? Ja, also eigentlich habe ich mehrere. Eigentlich finde ich alle total cool, aber... ja, den Wasabi finde ich sehr sympathisch, also weil der halt so ein Slang hat, also ich weiß gar nicht, was ist denn das für eine Sprachrichtung? Ich glaube Berlin. Berlinerisch? Icke dicke. Ja. Ja, genau, also das finde ich halt sehr sympathisch und generell der Name Wasabi, also dass er da gerne Sushi isst und sich da die Zunge verbrennt an diesem grünen Meerrettich. Du magst halt scharf, ne? Ja. Total scharf. Naja, aber die superschnelle, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Also die da mit dieser Antigravitationsaufhängung arbeitet und ständig durch die Gegend rollert, die ist natürlich auch sehr cool. Ja, die bringt so ein bisschen Schwung in die Sache. Ja, und der Typ, der nichts drauf hat und sich verkleidet. Der ist auch herrlich. Ja. Da hat er dann, das ist ja der Sohn, ne? Der. Jetzt verrate ich es nicht. Der eheliche Sohn wahrscheinlich von einem gewissen Herrn. Das wird dann nach dem Abspann gezeigt. Und ja, das fand ich halt auch sehr sympathisch, dass sie dann nur so diese Schiene noch mit reingebracht haben. So diese Hommage an Superhelden. Denn jeder kann ein Superheld sein. Ja, ja. Auch wir. Auch wir. Wir sind die Helden des Blu-ray-Magazins. Ja. 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 Eindeutig. Lass ich mal so stehen, genau. Ja, eindeutig. Ja, wir sorgen dafür, dass jeden Monat also ein Blu-ray-Magazin rauskommt, genau. Fast jeden Monat. So, okay. Apropos Superhelden. Also ich bin ja totaler Fan von Pixars Die Unglaublichen. Und als es damals in die Kinos kam, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, war ich ja halt total geflasht, weil die halt alle so menschlich waren und so. Und Baymax schlägt ja in dieselbe Richtung. Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall der Punkt, der eben die Sympathien und den Unterhaltungswert solcher Superheldenfilme steigert. Weil sobald du keine menschlichen Charaktere hast, ist es irgendwie langweilig, aber sobald du diese Alltagstypen hast, die dann tatsächlich natürlich auch Superkräfte haben, aber im Alltagsleben irgendwie bestehen müssen, da kann man halt auch so seine eigenen Situationen
darin sehen und sich so ein bisschen damit identifizieren. Und dadurch entsteht halt auch die Alltagskomik. Also das finde ich ganz klasse bei BMX. Also so besonders die Beziehung zwischen Hiro und seinem Bruder. Ja. Ich meine, du hast jetzt Chemie studiert. Ich erinnere mich an die Szene, wo Hiro von seinem Bruder an die Uni mitgenommen wird und dieses Nerd-Labor da kennenlernt. War es bei euch auch so? Nee. Konntet ihr ja nicht einfach irgendwelche Chemikalien nehmen und dann puff und nee, voll. Wie schön wäre es gewesen. Das hätte Spaß gemacht, aber naja, die Chemikalien sind dann doch ein bisschen zu teuer. Achso, stimmt, ja, das ist ja auch was. Aber wir haben immer ein Praktikum gehabt, immer in den Semesterferien, damit wir auch ja nicht irgendwie uns ausruhen können, weil von wegen zu heiß wird, sonst könnte es explodieren. Oder okay, sehr interessant. Also, ja, wie gesagt, im Film ist das natürlich alles immer sehr dramatisch dargestellt. Ja. Und deswegen, viel cooler. Ja, viel cooler. Deswegen kann Hiro da auch in 0, nichts mal so ein paar Microbots erfinden und so, ne? Mhm. Ich stehe voll und ganz zu meinen 9 von 10 Punkten. Wie viele Punkte hättest du jetzt vergeben? Ja, wahrscheinlich eher 8. Aber 8 ist ja eigentlich auch okay. Ja, man würde ich mir das auch kaufen. Also, Es ist ein schöner Kinderfilm an sich, also und auch für Erwachsene ist es super, hat den Oscar meiner Meinung nach auch verdient. Ja, total. Also, aber wie gesagt, ich bin sehr, also anspruchsvoll bei Animationsfilmen, deswegen hat es für mich nicht ganz gereicht. Ja, ich finde, es nähert sich so ein bisschen an die Pixar-Qualität an, also Pixar wird so ein bisschen standardmäßiger, also das Besondere in den Filmen geht so ein bisschen verloren. Und die Disney-Animationsfilme, die werden so ein bisschen besonderer, ja. Wenn man das so steigern kann. Und ja, das finde ich echt cool. Also es steht den Pixar-Filmen nichts mehr nach, auf jeden Fall. Es ist auf alle Fälle viele Elemente auch bedient mit Action und Comic und... Aber auch die Geschichte. Also die Geschichte. Ich meine, die beiden Regisseure, ne, das ist... Na, was habe ich jetzt zusammenbekommen? Ja. Chris Williams und Don Hall. Also Chris Williams hat vorher an Bolt mitgearbeitet, das weiß ich noch, den habe ich mal interviewt. Und bei Bolt war es halt so, dass da eine Actionsequenz nach der anderen kam und da kam auch sehr viel Witziges. Also ich erinnere bloß an diese Hundehand, die da einfach mal so Hundepfote diesen K.O.-Schlag gemacht hat. Das war cool, aber an mehr kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, was Bolt angeht. Das reicht, das war ein Hund. Hat einen Hund mitgespielt. Ja, stimmt, du bist ja so eine Hundefanatikerin. Naja, der Film war auch ganz cool, aber da hat es irgendwie an der Geschichte gemangelt, finde ich. Und Baymax ist halt so ein Film, der hat eine richtig geile Geschichte, ja. Also es ist so, allein, ich meine, klar, auch die Umgebung hier San Francisco und Tokio zu mischen, das ist einfach bloß genial. Und es hat auch sehr viele Anime- Inspiration, ne? Also die Action, nicht nur die Action ist anime-lastig, sondern eben auch so das ganze Flair, die Umgebung, der Held an sich, Hiro, ja, mit I geschrieben. Das ist halt wie ein moderner Anime-Film.